Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video in der Reihe Corona in der Schweiz, wobei diesmal der Schwerpunkt auf der Ankündigung eines neuen Sammelbandes liegt. Voraussichtlich am 16. März erscheint der Corona-Elefant, herausgegeben von mir, Andreas Clay, Peter Rohner und Pietro Vernazza. Darin finden sich Texte von 24 Autoren aus unterschiedlichsten Fachgebieten. Ein klarer Ausblick, ein Buch, das hilft, eine wertvolle Sammlung kritischer Beiträge, so lautet das Urteil von Marcel Tanner, ehemaliges Mitglied der Taskforce des Bundes, Beda Stadler, dem bekannten Immunologen, respektive Daniel Koch, dem Mr. Corona des Bundesamts für Gesundheit. Wer will, kann das Buch schon heute über den Link www.corona-elefant.ch bestellen. In diesem Video stellen wir ein Kapitel in stark gekürzter Form vor. Für Quellenangaben und die genauen Details der Herleitung verweisen wir auf die gedruckte Fassung. Die in diesem Kapitel behandelte Frage lautet: Ist ein Impfzwang gerechtfertigt? Ein Blick in die Presse zeigt, die Meinungen sind schon beinahe gemacht. So fordert der Wirtschaftsprofessor Urs Müller am 8. Dezember 2021 ein Impfobligatorium für die Freiheit, weil eine Politik, die Krankheit und Tod in Kauf nimmt, ethisch nicht verantwortbar sei. Sekundiert wird der Beitrag von mehreren Leserbriefen ähnlicher Tonalität. So schreibt Martin Müller, es gehe bei der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht nicht primär um ethische Fragen, sondern um medizinische Fakten. Der Wirtschaftsethiker Thomas Bischorner doppelt nach, Impfen ist keine Privatsache, sondern eine moralische Pflicht. Und Rudolf Gonn gibt zu bedenken, wenn man die Corona-Pandemie durch einen Impfzwang beenden kann, dann muss man es jetzt endlich tun. Ja, wenn man das kann. Auch die Medizinethikerin Tanja Kronis zeigt nicht übermäßige Empathie für die Impfverweigerer und weist sie den drei Schubladen Verschwörungstheoretiker, Freiheitsliebende und die Leute, die dem Staat misstrauen, zu. Die Maßnahmen und Impfskeptiker bezeichnet Richard David Precht als moralisch Selbstgerechte, die sich einer Baumarktmoral respektive einer völlig inkonsistenten Do-it-yourself-Weltanschauung bedienten. Unterstützt wird er vom Philosophen Maurizio Ferraris, der die Freiheit durch den Impfzwang in keinem ernstzunehmenden Sinn gefährdet sieht. Nun, wer so viel Polemik bemüht, setzt sich dem Verdacht fehlender Argumente aus. Sind die Impfverweigerer nun tatsächlich alles Covidioten, die sich trotzig dem offensichtlichen virologischen Imperativ im Sinne Kants verschließen? Die Entscheidung für oder gegen eine Impfung ist komplexer, als sie Zitate vermuten lassen. Machen wir dazu ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich einen Zug vor, der völlig unkontrolliert auf eine Gruppe ahnungsloser Arbeiter zurast, welche am Geleise arbeiten. Die Kollision mit dem Zug wäre für alle tödlich. Neben einer Weiche stehend erkennen Sie die Gefahr im letzten Moment, sind jedoch außerstande, die Arbeiter zu warnen. Wenn Sie die Weiche umlegen, retten Sie die Geleisarbeiter vor dem sicheren Tod. Der Zug steht hier für das Virus, die Weiche für die Impfung. Allerdings steht auch auf dem zweiten Geleise eine Person, die durch die Umleitung des Zuges den Tod finden würde. Wie entscheiden Sie sich? Diese ethische Dilemmasituation beschreibt die Impfzwangproblematik genauer, und das Dilemma gilt auch dann, wenn die Impfung nachhaltig wirksam und relativ ungefährlich ist. Es ist eben nicht so, dass ein Impferfolg gratis zu haben wäre. Es gilt, Nebenwirkungen, die tödlich sein können, in Kauf zu nehmen. Viele Studien und Zeitungsartikel versuchen, das Problem schön zu reden. Es stehe gar niemand auf dem zweiten Geleise, das Dilemma sei fiktiv. Fiktiv ist jedoch die Annahme, es gäbe keine Nebenwirkung. Das sagen nicht einmal die Hersteller der Impfstoffe. Wichtig ist, es gibt für das Weichenstellerproblem keine eindeutige Lösung.
Die Anrufung von Kants kategorischem Imperativ hilft hier nicht weiter. Entscheidend ist die Frage, wie viele Personen stehen auf den beiden Gleisen. Dazu prüfen wir sachlich, emotionslos und ergebnisoffen die folgenden vier Impfversprechen. Versprechen Nummer 1, die Impfung wirke voraussichtlich ein Jahr, so stand es im Zertifikat. Versprechen Nummer 2, sie reduziere die Ansteckungshäufigkeit. Nummer 3, sie führe zumindest zu einem milderen Krankheitsverlauf. Und Nummer 4, sie sei ungefährlich. Treffen diese Versprechen zu, dann ist der Unmut der oben zitierten nachvollziehbar. Zu Punkt 1. Bereits im Spätsommer 2021 war klar, der Impfschutz hält keine 12 Monate. Darum der Booster und darum die Verkürzung der Impfzertifikate auf 270 Tage. Damit wird Punkt 1 offiziell als falsch eingestuft. Punkt 2. Auch die Ansteckung ging nicht zurück. Trotz sehr hoher Impfquote lag die Infektionsrate beispielsweise in Dänemark im Januar 2022 so hoch wie noch nie zuvor. Ist Dänemark ein zufälliger Ausreißer? Nein. Wenn wir 25 europäische Staaten betrachten, dann liegen alle Infektionen zusammen 50% über dem bisherigen Maximum. Paradoxerweise geht eine hohe Impfrate nicht mit einer geringen Infektionsrate einher. 4 der 5 US-Counties mit höchster Impfrate, und zwar zwischen 99,9 bis 84,3%, gelten inzwischen offiziell als Gebiete mit hoher Ansteckung. Die Impfung vermag also die Infektionsraten nicht zu senken. Stehen wir damit wieder vor der Spitalüberlastung? Einmal mehr erhoben die Medien gestützt auf überschießende Prognosen der Taskforce Spitalengpass und drohende Triage zum großen Schreckensszenario. Es tut gut, dass der amtierende Bundespräsident und ehemalige Kantonsarzt Ignazio Cassis es gewagt hat, den wahren Sachverhalt unmissverständlich festzuhalten. Eine Belegung der Intensivstation von 80% sei nicht außergewöhnlich und die Schwierigkeit der Triage erleben Mediziner auf Intensivstationen jeden Tag. Kann die Impfung die Ansteckung nicht eindämmen und bleibt der Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung aus, dann entfällt die argumentative Grundlage für eine staatliche Nötigung zur Impfung. Somit kommen wir zum Punkt 3, den milderen Krankheitsverläufen. Das BAG äußert sich unmissverständlich zur Wirksamkeit bei Impfungen für 16- bis 64-Jährige. Ich zitiere: Der Nutzen in der Nutzen-Risiko-Analyse ist in dieser Gruppe hoch. Die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe gegen Erkrankung und Hospitalisation ist in allen untersuchten Altersgruppen sehr gut. Der Schutz durch Impfen überwiegt das Risiko für unerwünschte Impferscheinungen. Der Nutzen steigt mit dem Alter, da das Risiko für Hospitalisation und schwere Verläufe mit dem Alter steigt. Bei zunehmend nachgewiesener Wirksamkeit in der Reduktion von Übertragungen wird der Nutzen noch höher. Der letzte Punkt war noch Ende November 2021 abrufbar und steht im direkten Widerspruch zu unserer Schlussfolgerung. Wie ist das möglich? Unser Befund bezieht sich auf die empirischen Daten des täglichen Lebens. Die Aussage des BAG stützt sich eher auf klinische Studien. Dabei stellt sich die Frage nach der externen Validität, also ob die Schlussfolgerungen dieser Studien auch außerhalb des künstlich vorgegebenen Untersuchungsrahmens Gültigkeit haben. Das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein. Denn ein Rückgang der Ansteckungen ist, wie eindrücklich gezeigt, nicht nachweisbar. Positive Effekte zeigen sich mit den Daten des täglichen Lebens, wenn wir den Anteil doppelt Geimpfter in der Gesamtbevölkerung und bei den Spitaleintritten vergleichen. Beim Peak der Spitaleintritte im August stellten die 52% Geimpften nur 12% der Spitaleintritte. Am 15. Oktober war die Gruppe der Geimpften auf 62 angestiegen,
Der Anteil bei den Spitaleintritten lag wiederum tiefer bei 32%. Ähnlich war es am 3. Dezember. Soweit die positive Nachricht. Ein zweiter Blick zeigt, dass die Risikoreduktion sinkt, obwohl die Impfquote in der Bevölkerung im betrachteten Zeitraum von 52% auf 66% angestiegen ist. Die groß angelegten Impfkampagnen im Herbst 2021 und die restriktiven Zertifikatsauflagen konnten die Sicherheit der Bevölkerung zumindest in diesem Punkt nicht steigern, ja nicht einmal eine Reduktion der Wirkung verhindern. Auf das große Bild, die Häufigkeit der Covid-Todesfälle in der gesamten Bevölkerung, die sogenannte Inzidenz, ist ernüchternd. Obwohl ein großer Teil der Bevölkerung durchgeimpft worden ist, sinkt die Inzidenz hauptsächlich in den hohen Altersgruppen. In 11 von 18 Einträgen, grau markiert, nimmt die Inzidenz nicht ab. Demgegenüber schreibt das BAG in seinem Wochenbericht, ich zitiere, der Anteil der Todesfälle bei vollständig geimpften Personen liegt in einem gemäß Zulassungsstudien zu erwartenden Bereich. Ende Zitat. Als Beleg liefert das BAG eine Statistik von 1793 Covid-Todesfällen vom Januar bis Dezember 2021. Nur 28% dieser Verstorbenen waren doppelt geimpft, während immer gemäß BAG der Anteil doppelt Geimpfter am 16. Dezember 2021 bei 67% lag. Das heißt, 39 von 67 wurden dank der Impfung vom Tod verschont. Diese Statistik ist irreführend und verzerrt. Denn die 67% Geimpften beziehen sich auf einen Zeitpunkt, den 16.12.21, während sich die betrachteten Todesfälle auf einen Zeitraum, Januar bis Dezember, erstrecken. In diesem Zeitraum stieg die Impfquote kontinuierlich an. Das heißt, die durchschnittliche Impfquote betrug lediglich 34%. Korrekt gerechnet werden also lediglich 6 von 34 vom Tod verschont. Anders ausgedrückt, das Todesfallrisiko sinkt für doppelt Geimpfte weniger, als die meisten Geimpften vermuten dürften. Wir fassen zusammen. Es gibt eine gewünschte Wirkung der Impfung. Sie konzentriert sich auf ältere Personen, sie nimmt mit der Zeit deutlich ab und sie ist geringer, als sie das BAG darstellt. Diese Punkte schwächen die Argumentation zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht zusätzlich. Es bleibt Punkt 4, die Frage nach der Gefährlichkeit der Impfung selber. Wir vergleichen dazu Daten von Swissmedic und BAG zur Schweiz, die des Paul-Ehrlich-Instituts zu Deutschland und die Angaben des niederländischen Ministeriums für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport. Natürlich können diese Institute nur Nebenwirkungen publizieren, die auch gemeldet werden. Die Unterschiede in der Meldehäufigkeit sind jedoch auffallend groß. In den Niederlanden kommen auf 13 Millionen Geimpfte 170.000 Meldungen. In Deutschland kommen auf 53,7 Millionen Geimpfte, also wesentlich mehr, praktisch gleich viele Meldungen, 172.000. Und in der Schweiz auf halb so viel Geimpfte nicht einmal ein Zehntel an Meldungen, nämlich 10.400. Dass die Erfassung von Gesundheitsdaten in den Niederlanden grundsätzlich besser organisiert ist, ist dem langjährigen Beobachter der drei Länder schon lange bekannt. Überraschend sind eher die großen Unterschiede. Um eine Verzerrung zu vermeiden, konzentrieren wir uns auf den Impfstoff Comirnaty von Pfizer-BioNTech, der in allen Ländern angewandt und vom BAG für 16- bis 30-Jährige besonders empfohlen wird. Melden die Niederlande 29 schwere Fälle auf 100.000 Geimpfte, sind es in Deutschland 31 und in der Schweiz sogar 64. Ist die Schweizer Bevölkerung anfälliger? Wohl kaum, denn Swissmedic meldet trotz dieser hohen Zahl nur halb so viele Todesfälle, 2,72 Todesfälle auf 100.000 Geimpfte in der Schweiz gegenüber 4,77 in den Niederlanden.
Die Daten von Swissmedic erweisen sich in diesem internationalen Vergleich als unvollständig und eher unplausibel. Dass Swissmedic dennoch postuliert, dass in der Schweiz noch keine einzige Person als Folge der Impfung verstorben sei, ist angesichts ihrer Datenqualität ziemlich kühn. Im Folgenden stützen wir uns daher auf die Werte von BAG, Bundesamt für Statistik und den Niederlanden. Wir wollen herausfinden, was resultiert, wenn ein Individuum aufgrund dieser amtlichen Daten sein Corona-Todesfallrisiko dem Schadenrisiko der Impfung gegenüberstellt. Natürlich sind uns die Schwächen der BAG-Todesfalldaten bewusst, insbesondere die Vermischung von Personen, die wegen respektive nur mit Covid-19 verstorben sind. Damit überschätzen wir die Gefahr von Covid-19 systematisch. Das heißt, wir überschätzen die Anzahl Bauarbeiter, auf die der Zug zurast, wenn wir die Weiche nicht stellen. Falls es sich nun aber herausstellen sollte, dass es auf dem linken Gleise trotz dieser Überschätzung immer noch mehr Bauarbeiter hat als auf dem rechten, dann spricht erst recht nichts dafür, die Weiche umzulegen, das heißt die Impfung zu propagieren. Denn so schwierig das Weichenstellerproblem auch ist, es gibt Fälle, wo die Entscheidung einfach und zwingend ist. Wenn der Zug auf ein schwach besetztes Gleis zurast, dann muss man ihn sicher nicht auf ein zweites Gleis umleiten, wenn bekannt ist, dass sich dort mehr Gleisearbeiter aufhalten als auf dem ersten. Eine solche Umleitung wäre diskussionslos strafbar. Wir kommen zu den Schlussresultaten. Wir beschreiben links die Risikosituation für Menschen, die sich bereits infiziert haben, Stichwort Letalität, rechts für solche, die sich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anstecken werden, Stichwort Mortalität. Die Berechnung führt zum Schluss, dass für Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 29 die Impfung nicht empfehlenswert ist. In 3 von 4 berechneten Fällen ist das Todesfallrisiko aufgrund der Impfung größer als das durch die Impfung vermiedene Risiko. Einzig bei jungen Männern bis 29 und bezogen auf die Letalität können 0,3 von 100.000 gerettet werden. Das heißt, wenn 318.351 Männer geimpft werden, wird ein einziger vor einer tödlich verlaufenden Covid-19-Infektion verschont. Da es in der Schweiz gar nicht so viele junge Männer gibt, würde das konsequente Durchimpfen dieser Altersgruppe 1,7, also nicht einmal 2 Männer vor einer tödlichen Covid-19-Infektion bewahren. Diese Zahl setzt allerdings voraus, dass alle jungen Männer ausnahmslos nach der Impfung mit dem Coronavirus in Kontakt kommen. Das die Bedeutung des Ausdrucks Letalität. Schließlich darf die Kolonne ganz rechts nicht außer Acht gelassen werden. Würden wir alle jungen Männer durchimpfen, dann ist damit zu rechnen, dass hochgerechnet 41 dieser Männer schwere, aber nicht letale Nebenwirkungen in Kauf nehmen müssten. Wer nun junge Menschen, denen während 2er Jahre die Ausbildung und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt worden sind, als Impfmuffel oder Pandemiebeschleuniger beschimpft, der sollte vielleicht lieber einmal die verfügbaren amtlichen Statistiken studieren. Natürlich gibt es bei der Impfung auch Gewinner außerhalb der Pharmaindustrie. Betrachten wir dazu die Frauen 80+. Wenn wir 100.000 impfen, dann retten wir auch im schlechteren Fall der Mortalität mit jeder 478. Impfung das Leben einer Frau. Das ergibt 209 Gerettete pro 100.000 Frauen. Allerdings sind auch hier 36,6 schwere Schädigungen in Kauf zu nehmen. Aber immerhin, die Nutzensituation sieht hier deutlich positiver aus. Kritisch erwähnt werden muss, auf der Nutzenseite fehlt die Vermeidung von Long-Covid und auf der Schadenseite die möglichen, aktuell noch unbekannten Langzeitschäden. Beide Komponenten sind zurzeit noch zu wenig belegt. Festzuhalten ist jedoch, dass auch bei Spatschäden die Leidtragenden die jungen Jahrgänge sein könnten, während die Senioren aufgrund ihrer kurzen Lebenserwartung nicht darunter leiden dürften. Wir kommen zum Schlussfazit.
Ethische Mindestvoraussetzung für eine allgemeine Impfpflicht wäre der Nachweis von Wirksamkeit und minimalem Schadenrisiko. Beide Nachweise konnten gestützt auf ausschließlich amtliches Zahlenmaterial nicht erbracht werden. Im Gegenteil. Dort, wo positive Effekte auftreten, zeigt sich, dass diese Effekte bereits im Jahr der Impfung abnehmend und relativ gering im Effekt waren. Andererseits stieg trotz hohen Impfquoten die Ansteckungsraten in jüngster Zeit um 50% über den Spitzenwert seit Pandemiebeginn. Auch hier erweist sich die Impfung als wenig effektiv. Es ist zudem statistisch unmöglich, dass nur die Ungeimpften für die Omikron-Infektionsspitze verantwortlich sein könnten. Aufgrund unserer Berechnung, die den Nutzen der Impfung sogar noch überschätzt, kann nicht ausgeschlossen werden, und das ist sehr vorsichtig formuliert, dass die Impfung bei jungen Erwachsenen mehr schadet als nützt. Das heißt, es spricht viel dafür, dass unser Weichensteller bei jungen Personen ohne Not den Zug auf das Gleise umleitet, auf dem mehr Arbeiter stehen. Statt vollmundiger Rhetorik und regelmäßigen Verweisen auf Kants kategorischen Imperativ täte ein nüchternes und kritisches Studium der amtlichen Zahlen Not. Gute Gründe für die Einführung eines Impfobligatoriums lassen sich daraus nicht ablesen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.